Okay, Danny, dann erklär uns doch einfach mal für die Anfänger unter den Zuschauern, was ist MTBO und was für Klassen zum Beispiel gibt es? Also MTBO ganz allgemein gesagt ist ein Rennen, wo man eben schnell Radfahren muss, aber zugleich eben mit einer Karte von dem Gelände orientieren muss. Und auf der Karte hat man verschiedene Posten, kann man auch jetzt ganz gut sehen zum Beispiel. Die sind eigentlich meist in einer festgelegten Reihenfolge auch anzufahren. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, hier haben wir ein Stadtdreieck. Das markiert eben immer den Start. Da bekommt man auch die Karte in dem Moment eigentlich erst. Man hat eine Minute Zeit, die Karte in den Kartenhalter hineinzumachen. Und dann geht's los. Und dann geht man halt immer nach der Reihenfolge 1, 2 und so weiter. Und muss eben, wie man hier sieht, auch versuchen, eben den Weg dahin zu finden. Also schwarz sind immer Wege. Je gestrichelter die Wege sind, sage ich jetzt mal ganz einfach, desto schlechter ist er befahrbar. Und so ein dicker, wie wir hier sehen zum Beispiel, ist zum Beispiel ein sehr großer, dicker Waldweg, kann man sehr gut befahren. Daneben hat man noch Höhenlinien, sieht man hier sehr gut an der Stelle. Also je dichter die sind, desto steiler wird es natürlich. Das ist, denke ich, jedem bekannt. Und alles, was gelb ist, sind zum Beispiel Wiesen und Felder, ist also relativ einfach auch, sagen wir mal, zu verstehen, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, was man hier auf der Karte sieht. Trotzdem ist eben die Kunst eben immer zu wissen, wo man ist und auch wo man hin möchte und eben so wenig wie möglich Fehler zu machen. Wir haben immer zur Erfassung der ganzen Daten, ob wir am Posten waren, wie lange wir gebraucht haben von Posten zu Posten, gibt es so einen Chip. Das ist ein SI-Chip. Das ist einer der aktuellen Generation, der SIR-Chip. Der funktioniert so, wenn die Stationen aktiviert sind, dass man gar nicht an so einer Station anhalten muss zum Lochen sozusagen, sondern dass man sogar vorbeifahren kann und das Ganze quasi über ein Funksignal registriert wird. Macht das Ganze noch schneller. Und erhöht auch nochmal die Anforderungen an einen, dass man während der Fahrt orientiert, ohne irgendwo anhalten zu müssen und auf der Karte rumzusuchen. So, es gibt eben dann noch ganz grob, heute sind wir hier eine Mitteldistanz gefahren. Eine Mitteldistanz sagt man immer so, die Siegerzeit ist so bei einer Stunde. Bei internationalen Rennen trifft das für die Spitzenfahrer zu. Bei uns ist es dann manchmal ein bisschen länger. Aber insgesamt gibt es eben eine Mitteldistanz, gibt auch noch eine Sprintdistanz. Bei der Sprintdistanz sagt man so um die 20 Minuten Siegerzeit. Da ist es so, dass wir wirklich auf einem sehr kleinen Gebiet ganz, ganz viele Posten haben. Da ist also die Aufgabe an die Orientierung noch mal viel, viel höher. Und da muss man eben ganz schnell entscheiden und wirklich Vollgas geben. Es ist Wahnsinn, was da auch, sagen wir mal, es ist von Kopf ein sehr hoher Anspruch. Und dann haben wir noch das Pendant sozusagen, das wäre dann die Langdistanz. Da sind wir dann schon, sagen wir mal, 1,5 Stunden mindestens unterwegs. Manchmal auch bis zu 2, das kommt immer drauf an. Und da geht es vor allen Dingen darum, wir haben ja eine weite, weite Route ganz oft zwischen zwei Posten, also weite Verbindungen. Und da muss man eben oft einfach die richtige Routenwahl treffen. Da kommt es weniger auf dieses feine Orientieren an, was beim Sprint ganz, ganz wichtig ist, wo man wirklich ganz genau hinschauen muss, als vielmehr eben wirklich zu sagen, okay, ich muss jetzt ganz genau schauen von Posten zu Posten, das ist vielleicht auch vielleicht 10 Minuten jetzt die Verbindung und es gibt vielleicht 3 Möglichkeiten und welche wird jetzt oder die schnellste für mich sein, ja? Also da sind auch wieder Höhenlinien entscheidend, Wegebeschaffenheit und da kommt es wirklich darauf an, einfach die richtige Route zu wählen. Das sind so im Groben die 3 hauptsächlichen Distanzen, die es gibt. Es gibt noch andere Rennen, wo wir dann, sagen wir mal, Ultralangdistanzen haben oder ja schon fast Adventure Race mäßig. Es gibt zum Beispiel so ein Harz-MTBO in Deutschland, das sind 5 Stunden, die man da Zeit hat. Das wird im Scoro-Modus gefahren, ganz anders als hier. Da hat man eben ganz viele Posten auf einer Karte mit freier Reihenfolge und die haben dann auch noch eine Wertigkeit. Also da muss man noch entscheiden, wie kann ich am meisten Punkte erreichen. Ja, das sind so die Sachen, die es so hauptsächlich gibt im MTBO-Sport. Wunderbar, dann vielen Dank für diese kurze Erklärung.